da haben wir nun unser erstes Auto. Da haben wir als erstes einen Smart. Der ist, ich meine, 2 oder 3 Jahre. Hat sehr wenig Kilometer. Ein Smart 4x4. Also der Kilometerstand ist 5.914. Ja, und dann wollen wir den uns mal von unten betrachten. So, jetzt ist er unten rum blank auf jeden Fall. Die Radkästen muss ich noch rausnehmen. Aber so sieht er, ja, nicht anders zu erwarten von einem neuen, fast neuen Fahrzeug, schon noch ganz gut aus. Also schlimm wäre es, wenn es nicht so wäre. Sauber machen, alles schön. Das Kunststoff, das wird abgeklebt. Aber wie gesagt, so ist alles in Ordnung an dem Auto. Thank you.
Jetzt ist er sozusagen abgeklebt. Es ist alles zu, dass wir dann mit dem Roststoppreiniger die entsprechenden Stellen behandeln können. Ja, muss ich nochmal gucken. Da muss ich wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig machen oder mal sehen, ob ich da noch irgendwie eine Folie drauf mache. Ja, hier hinten haben wir auch noch ein paar Roststellen gefunden. Hier oben die Ansaugung ist zu, dass da nichts reinkommt. Das habe ich ein bisschen abgemacht. Ja. Ah, hier, das wollte ich auch noch abkleben. Das werde ich noch machen. Hier hat es auch noch ein bisschen Rost gehabt. Ja, ansonsten hier auch alles abgeklebt. Die Leitungen sind die Alu-Leitungen von der Klimaanlage. Motor schön zu, den machen wir nachher mit einem 4010 Spritfilter zugeklebt. Die Wasserleitungen für die Heizung. Hier vorne muss ich vorsichtig machen. Nicht alles so abgeklebt, wie man es möchte. Wobei die Sachen von Dinitrol und Carline da nichts angreifen. Ja. Ja, hier, die haben keine oder kaum Schutzbleche. Das muss ich auch noch machen, muss ich auch noch abdecken. Das mache ich jetzt gleich noch und dann. Ja, dann legen wir los mit Carline Roststoppreiniger. Und ich sehe gerade hier an der Naht. Muss ich auch nochmal ran. Da ist es auch los schon gegangen. Eieieiei. Das sehe ich jetzt erst. Ein bisschen dreckig. Nee, das muss ich noch machen. Und dann kann es losgehen. Also habe ich noch was zu tun. So, jetzt haben wir das auch soweit vorbereitet. Dabei ist mir aufgefallen, hier den Korrosionsschutz, den Smart hat. Also, das ist kein Korrosionsschutz, wenn man das sich so anguckt. Ne? Da ist ein bisschen reingesprüht. Halt hier an dem Loch. Da ist ein bisschen reingesprüht. Ja, das war's dann. Ein bisschen subt raus. Das ist Alibi. Also, das ist nichts hier. Genauso hier oben sieht man das schön. Da sind einfach nur, da läuft ein bisschen was runter. Da haben sie fett was reingesprüht. Dann läuft es da ein bisschen runter. Da kann man es auch lassen. Ja, also, das kann man sich sparen. Ich meine, alles ist besser als nichts, aber so teilweise Kram, das hat doch alles keinen Sinn. Ja, hier, das werden wir jetzt wunderschön erst mit dem Carline Roststoppreiniger gleich machen und dann werden wir das schön versiegeln und dann ist alles gut.
So, jetzt ist er über Nacht abgelüftet. Jetzt können wir mal kurz schauen, ein bisschen was habe ich schon abgemacht. Zum Beispiel hier die Motorabdeckung. Kommen natürlich dann solche Sachen zum Vorschein. Sieht man es hier oben, dass da nicht alles erwischt wurde. Das muss ich jetzt natürlich noch nachgehen, ist klar. Ja, hier auch ein bisschen. Ja, das wird alles noch nachgemacht, dass es wirklich eine lückenlose Konservierung ist. Aber so ist es gut geworden. Ja, also wenn man sich das anschaut, noch sieht man es. Ja, weil gleich kommt die Abdeckung, die kommen dann alle drauf. Ja, auch hier über den Tank bin ich reingegangen. Also das sieht, denke ich, alles sehr gut aus. Wenn wir gerade noch hier die Leitungen ausziehen. Und dann sehen wir, ob da auch noch irgendwie so ein paar Kleinigkeiten sind. Ja, hier jetzt zum Beispiel auch, da ist, warte, wo ist es? Hier, da muss ich auch nochmal drauf gehen, da bin ich mit irgendwas dran gekommen, aber das ist ja nicht schlimm. Deswegen gibt es jetzt nochmal diese Nachkontrolle. Danach wird er auseinandergenommen, beziehungsweise nach dem Zusammenbau von unten wird dann praktisch oben die Folie abgenommen. Und es werden noch die Türen, die Hohlräume der Türen, Motorhaube, Heckklappe versiegelt, auch mit einem Dinitrol 1000. Und der Motor selber, da habe ich ein Dinitrol, sieht man es, 4010. Ja, das ist praktisch ein Korrosionsschutz für Motor. Starke mechanische Beständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, hervorragende Haftung. Also das ist direkt für Motoren. Und das kommt dann noch drauf. Ich bitte noch, meine Unordnung ein bisschen zu entschuldigen. Wir sind ja gerade erst eingezogen. Das ist jetzt auch das erste Auto, was auf der Bühne ist. Und ja, hier ist alles wunderbar erwischt. Ja, wir sind noch am Einrichten. Das ist halt alles nicht sofort zu machen. Ja, die ganzen Stopfen müssen noch rein hier. Ja, aber so ist das Ergebnis und ich denke, das kann sich sehen lassen. Ja, das Auto ist auf jeden Fall für die nächsten Jahre vor Rost geschützt. Ist jetzt auch konserviert und bei solchen Arbeiten ist es natürlich so, dass es nicht immer zu vermeiden ist, auch an Keilriemen oder auch an diese Rollen zu kommen. Vor dem Hintergrund ist das immer sehr, sehr wichtig, da mit, also meine, den Keilriemen macht das jetzt nichts aus, weil die Mittel von Dinitrol Gummis und so weiter nicht angreifen und Kunststoff, also das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Dennoch macht es Sinn, bei Keilriemen mit normalen sauberen Lappen, hier einen sauberen Lappen, ne, einen sauberen habe ich gesagt, ich hatte doch gerade einen sauberen, den habe ich in der Hand, wenigstens die Keilriemen hier schön abzuwischen, ja, also dass die Spuren da mehr oder weniger oder so gut wie möglich beseitigt sind, ja, und dann oben die Rolle, dann nehmen wir Bremsenreiniger. Auf den Lappen Bremsenreiniger. Und dann kann man die Rolle,
Das sieht man schlecht. Ein kleines bisschen sauber machen, dass die Lauffläche auf jeden Fall fett- und ölfrei ist und auch von den Unterbodenschutz nichts drauf ist. Und dann ist das alles in Ordnung. Das sind alles so Kleinigkeiten, so kleine Arbeiten, die gemacht werden müssen, die dann halt nicht auffallen, aber was halt auch Zeit kostet. Ne? Aber es soll ja alles vernünftig und ordentlich sein. Und ja, das haben wir dann hiermit auch erledigt. So, jetzt mache ich noch die restlichen Abdeckungen ab. Und dann schauen wir, wie gesagt, drunter, oder ich schaue drunter, was noch nachzuarbeiten ist. Dann baue ich ihn zusammen. Ja, und dann schauen wir uns das Endergebnis an, weil dann ist das erste Auto hier in der Halle in Wolken mit dem Dinitrol-Unterbodenschutz gemacht. Das war eine schöne Arbeit, ehrlich gesagt, weil in der alten Halle war es ja nicht. Das war ja eher eine größere Garage. War die Arbeit doch sehr, sehr anstrengend. Ist jetzt hier nicht weniger, aber man steht halt anders, man kann sich anders bewegen. Da hatte ich ja nur diese Scherenhebebühne, was man bei dem ersten Video gesehen hat. Ja, also, dann gucken wir mal, wie er zusammengebaut ausschaut. So, da ist der Smart fertig. Lückenlos bis vorne hin. Hier sieht man jetzt nicht mehr. Also was nicht schön ist, das sind halt diese Blechmuttern. Na, wenn die rosten, dann kriegt man die kaum noch ab. Die habe ich, mein Gut, bei dem werden sie jetzt nicht mehr rosten. Die habe ich nochmal extra eingesoßt. Also das ist so eine Sache, wo auch Sinn macht. Ja. Ja. Viel sieht man nicht mehr von der Arbeit. Aber der wird jetzt auf jeden Fall die nächsten Jahre ohne Rostprobleme sein. So, ich habe auch keine Schrauben übrig. Alles dran, alles drinne. Der Klaus wird sich freuen, hoffe ich jedenfalls. Danke fürs Zuschauen. Und das nächste ist ein Wohnmobil, also das hat man wohl, ja, mal gucken, was das wird. Alles klar.